Willkommen zur Übung 6.1. Hier geht es darum, beliebig viele Wörter in einer Liste zu speichern. In Teilaufgabe A sollen wir eine Datenstruktur zur Speicherung von Strings im Sinne einer einfach verketteten Liste anlegen und die Zeichenfolge soll dabei ebenfalls im Sinne einer unvollständigen Datenstruktur aufgebaut sein. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, also typedef. Struct. Wir müssen der Liste einen Namen geben. Ich nenne das jetzt einfach mal List. Wir brauchen ein Element als Nachfolger, also Struct List, ein Pointer auf ein Struct-Element. Ich nenne das Next. Und zum Abschluss brauchen wir unseren Text mit der Größe 1. Das Ganze nenne ich jetzt einfach T-List. Das war Teilaufgabe A. In Teilaufgabe B sollen wir eine globale Variable anlegen, die als Listenkopf dient. Ganz einfach, T-List ist ja unser neu mit TypeDef eingefügter Datentyp. Und wir sollen sie initialisieren, dass die Liste initial leer ist. Also ich nenne sie jetzt mal head und leere sie, indem wir sie mit null initialisieren. In Teilaufgabe C sollen wir jetzt eine Funktion schreiben, die heißt createElement. Die Funktion bekommt als Parameter einen String übergeben, entsprechend der Stringlänge allokiert die Funktion Speicher für ein Listenelement, kopiert den String in das Listenelement und gibt den Zeiger auf das Listenelement zurück. Das heißt, der Rückgabewert ist ein T-List. Die Funktion heißt createElement. Sie soll einen String als Parameter bekommen, also Constant Character Pointer. Ich nenne es jetzt auch Text, wie in unserer Struktur. Wir brauchen eine lokale Variable, die wir zurückgeben können. Nennen Sie jetzt auch einfach head und wir allokieren, ich mache das jetzt mal mit malloc, allokieren den Speicher mit malloc. Wir brauchen so viel Speicher, wie in der Struktur benötigt wird, also size of t list. Und jetzt haben wir die unvollständige Datenstruktur, das heißt, wir wollen am Ende der Datenstruktur noch Text hinzufügen. Der ist im Moment nur 1 groß, also gerade mal groß genug, um die Nullterminierung aufzunehmen. Das heißt, ich füge noch die Länge des Strings hinzu. Da kriegen wir so viel Speicher, dass wir den String plus Terminierung dort ablegen können. Wenn wir mit malloc allokieren, bedeutet das, der Speicher ist nicht initialisiert. Das heißt, wir müssen unbedingt unseren head next auf null setzen. Und wir können in headText unseren Text reinkopieren. Mehr Elemente hat die Struktur nicht. Also Nachfolger wird auf null gesetzt und der Text wird kopiert. Dann geben wir das Element zurück, return head. Und zur Sicherheit sollten wir halt immer abprüfen, ob malloc auch Erfolg hatte. Das heißt, nur wenn malloc einen gültigen Speicher zurückliefert, dürfen wir auf headNext und headText zugreifen. Okay, damit haben wir die Funktion createElement geschrieben. In der Teilaufgabe D sollen wir jetzt die Funktion, oder eigentlich ist es hier eine Prozedur, addString. Sie erzeugt ein neues Listenelement mit Hilfe der Funktion aus C, also mit createElement, und fügt dieses Element am Ende der Liste ein. Also eine Prozedur, addString, bekommt als Parameter wieder eine Zeichenkette, ich nenne sie wieder Text. Wir sollen am Ende der Liste einfügen. Wir haben jetzt eine globale Liste, das macht das Ganze relativ einfach. Wir müssen erstmal prüfen, ob head null ist,
Wenn die Liste nämlich leer ist, dann setzen wir einfach das neue Element auf unseren Head. Wenn die Liste nicht leer ist, dann müssen wir sie bis zum Ende durchlaufen. Das heißt, wir nehmen uns eine Laufvariable tlist Stern Pointer idx, das ist unser Head, und durchlaufen jetzt die Liste, solange ein Nachfolger existiert, also while idx next, springen wir auf das nächste Element. Das heißt, da wo die Liste endet, da wo das Next nicht gesetzt ist, da wird jetzt unser neues Element hingesetzt. So, und auf die Weise fügen wir immer ans Ende ein neues Wort an. In der Teilaufgabe E sollen wir die Liste ausgeben mit Hilfe der Funktion PrintList. Und dazu sollen wir ausgehend vom Listenkopf die Liste ausgeben. Ich werde sie trotzdem jetzt einfach mal parametrisieren. Dann ist sie universeller einzusetzen. Es werden alle Strings in der Liste ausgehend vom Listenkopf ausgegeben und auf jeden String soll ein Leerzeichen folgen. Das heißt ganz einfach, solange die Liste nicht leer ist, geben wir das Enthaltene aus, also einfach ein %s für den String, ein Leerzeichen dahinter und das ist unser Head-Text. Wir können einfach Head weitersetzen, Head gleich Head next. Das geht eben dadurch, dass wir eine lokale Variable Head hier angelegt haben. Wir könnten natürlich nicht den echten Listenkopf, den echten Head, weiterschalten. Dann würde unsere Liste mit der Ausgabe verloren gehen. So, in Teilaufgabe F sollen wir ein einfaches Hauptprogramm schreiben, was Wörter mit scanf einliest und sie in der Liste speichert. Die Eingabe sollen wir in einer While-Schleife realisieren und abbrechen, wenn ein einzelner Punkt eingegeben wird. Und danach sollen wir die eingegebenen Wörter mit Hilfe der Funktion PrintList wieder ausgeben. Also Teilaufgabe F. Schiebe das mal ein bisschen hoch. So, wir starten. Main. Parameter los. Ich merke mir einfach ein Wort und ich mache das jetzt mal 1024 groß. Wir sollen so lange einlesen, bis eben ein einzelner Punkt eingegeben wird. Wir können als Bedingung einfach scanf verwenden, also scanf liest mit %s und zwar 1023 maximal Zeichen in Wort ein. Und solange die Eingabe erfolgreich ist, wir können ja auch End of File treffen, dann wird weiter eingelesen. Ich würde jetzt einfach mit Hilfe von addString das Wort hinzufügen. Danach können wir vergleichen, ob das eingelesene Wort mit String compare ein einzelner Punkt ist. Wenn das der Fall ist, dann gehen wir mit break raus. Und ansonsten lesen wir das nächste Wort ein. Wir haben jetzt alles eingelesen, wir können jetzt mit PrintList den kompletten Text wieder ausgeben. Also PrintList und einfach unser Head, unser Kopf der Liste. Return 0. Okay, probieren wir das Programm einmal aus. Starten einmal, ich sag mal einfach Hallo Welt. Punkt.
irgendwie gegen Hallo Welt Punkt ausgegeben. Beim Kompilieren meckert er noch an, dass unser Text natürlich null sein kann. Das wäre jetzt in der Prüfung nur gefragt, wenn explizit Fehlerbehandlung berücksichtigt werden muss. Also falls nicht Text, dann gehen wir eben raus, dann passt das auch. Was mir jetzt an der Übung nicht gefällt, wir haben jetzt ganz viel Speicher allokiert, also vielleicht ein ganzes Dokument. Wir sollten das Ganze auch nochmal löschen. Ich werde jetzt hier einfach nochmal die Liste löschen. Also while head. Wir merken uns temporär den aktuellen Kopf, setzen den Kopf auf den Nachfolger, geben temp frei und head wird automatisch null, weil am Ende der Liste ein null steht. Das heißt, wenn wir das Programm nochmal uns anschauen, wir schauen mal auf den Heap. Also wir sehen unser Hallo Welt, das sind jeweils die Nachfolgezeiger. Die haben den Punkt noch gespeichert, das sind unsere drei Listenelemente. Was Sie jetzt meistens sehen in der Virtual-C IDE ist, wenn Sie eine Eingabe mit ScanF machen, dann legt Ihnen die Laufzeitbibliothek eine Speicherseite für die Eingabe fest. Das heißt, hier sind 4K einfach festgelegt für die Eingabe. Das ist das, was der ISO-C-Standard fordert, was quasi minimale Buffergröße für die Standardeingabe ist. So, wir können jetzt unsere Liste ausgeben und jetzt würden wir den Kopf, also die Liste vom Kopf her löschen. Wir merken uns den Head, setzen den Head weiter und geben den Head frei. Das heißt, jetzt ist unser Hallo freigegeben. Jetzt zeigt er auf die Welt. Die Welt wird gelöscht. Jetzt kommt als letztes der Punkt. Jetzt ist der Speicher freigegeben. Wir sehen immer noch den allokierten Speicher. Der wird freigegeben, wenn Sie aus dem Main rausspringen. Das heißt, wenn wir das Programm beenden, dann wird auch dieser Speicher freigegeben. Das passiert eben mit der Allokierung. Zu Beginn werden Standard In, Standard Out, Standard Error geöffnet und beim Beenden werden diese Standard In, Standard Out, Standard Error wieder geschlossen. Dann wird auch der Buffer, der 4K große Buffer, wieder freigegeben. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten vielen Dank.